Ich sehe Alte und Junge. Ich sehe Männer und Frauen. Die Jugend ist hier vertreten, das Greisenalter. Kein Stand, kein Beruf und kein Lebensjahr blieb bei der Einladung unberücksichtigt. Ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk. Was hier vor mir sieht, ist ein Ausblick aus dem ganzen deutschen Volk an der Front und der Heimat. Stimmt das? Vergiss mir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Hier ist eine Bedrohung des Reiches des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Oh, was haben die Medien darüber hergezogen? Wie bin ich mit Dreck beschmissen worden? Man verschweigt, man verfälscht und man brandmarkt. Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Lügenpresse! 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 Kaum einer traut sich noch, seine Meinung frei zu äußern. So weit ist es also schon in Europa gekommen, dass man eine Gefahr nicht mehr eine Gefahr nennen darf. Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her. Das Abendland ist in Gefahr, das deutsche Volk jedenfalls und seine Führung sind nicht gewillt, sich dieser Gefahr auch nur versuchsweise preiszugeben.